Kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte zu Herrn Dr. Münzer. Kein Problem. What? Wie kein Problem? Was? Wir werden einfach reingelassen. Ah, okay. Dürfen jetzt hoch. Das steht Sieh da. Sieh mal an, habe ich dich gestern nicht schon gesehen? Beim Thema Geld hast du wohl Feuer gefangen. Wen interessiert das nicht? Der Euro-Teppich. Oh mein Gott, die Einrichtung. Oh, wunderbar. Oh, was haben wir denn da? Ah. Oh. Zum Gesellen der Drucktechnik. Fälschungssicherheit in der modernen Drucktechnik. Der weiß ganz schön viel über Fälschung. Oh. Rudern. Früher war ich mal sehr sportlich. Jetzt fehlt mir leider die Zeit dazu. Den Namen kenne ich doch. Oh ja, das ist der unten aus der... Das ist tatsächlich der aus der Druckerei. Dem die alte Druckerei da gehört. Sind Sie eigentlich gelernter Drucker? Braucht man eine richtige Druckmaschine, um halbwegs gute Blüten herzustellen? Ja, damit hat alles angefangen. Später habe ich dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht und studiert. Okay. Das andere würde mich aber auch noch interessieren. Tatsächlich. Kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte zu Herrn Dr. Münzer. Kein Problem. Aber der steckt ja doch nicht mit drin, oder? Hat der das wirklich nötig? In der Position? Braucht man eine richtige Druckmaschine, um halbwegs gute Blüten herzustellen? Eine Tiefdruckmaschine, um genau zu sein. Für das Thema interessiert ihr jungen Leute euch wohl besonders. Naja, wenn gerade halt Blüten im Umlauf sind. Die Ausstellung ist leider schon geschlossen. Ich habe auch nur eine Frage an Dr. Münzer. Na gut, ausnahmsweise. Dass wir jetzt da so einfach reinkommen, das ist so ungewohnt irgendwie. Die Ausstellung hat dir anscheinend so gut gefallen, dass du jetzt extra nochmal herkommst. Yes. Besonders das Thema Fälschung finde ich sehr spannend. Damals war ich Jahrgangsbester. Universität Treidelberg. Oh, ich kann nicht mehr. Die Universität Treidelberg. Er macht mich fertig. Wendet sich die Polizei manchmal an Sie, wenn sie einen Sachverständigen für Geldfälschung braucht? Sie haben doch Drucker gelernt. Wendet sich die... Die Polizei versteht selber genug davon. Aber bei besonders gelungenen Fälschungen fragen Sie mich doch schon mal um Rat. Die Ausstellung ist leider schon geschlossen. Ich habe auch nur eine Frage an Dr. Münzer. Eigentlich ist es schon die zweite Frage. Ausnahmsweise. Ja. Zweite Ausnahme. Sie haben doch Drucker gelernt. Das ist schon so lange her. Außerdem habe ich nie in dem Beruf gearbeitet. Fun Fact, ich habe auch eine Druckertaufe bekommen. Könnt ihr mal Gautschen googeln. Dann werdet ihr erfahren, dass ich in ein Fass mit Wasser getunkt wurde. Ich habe zwar nicht Druckerin gelernt, aber Mediengestalterin. Warst du nicht gestern in unserer Ausstellung? Ja, und ich würde Herrn Dr. Münzer gerne noch etwas fragen. Dann geh mal durch. Hallo, junger Detektiv. Immer noch auf der Suche nach den Geldfälschern? Allerdings. Er ist eigentlich zu nett. Festgenommen. Ich will nicht, dass er was damit zu tun hat. Könnten Sie eigentlich gefälschte Geldscheine herstellen? Was muss man eigentlich lernen, um Direktor der staatlichen Münze zu werden? Da gibt es keine spezielle Ausbildung.
Studiert sollte man haben und man darf sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Schließlich ist das eine Vertrauensstellung. Das Lernen hört nie auf, wie du siehst. In Bernhausen, das ist auch in Treidelberg. Okay. Warst du nicht gestern in unserer Ausstellung? Ja, und ich würde Herrn Dr. Münzer gern noch etwas fragen. Dann geh mal durch. Es hat mir so gut gefallen, deswegen will ich gerne noch eine Frage stellen. Könnten Sie eigentlich gefälschte Geldscheine herstellen? Naja, er kann ja doch echte herstellen, ne? Ich wüsste, wie es geht. Aber ich habe ja gar nicht die technischen Voraussetzungen dafür. Alles interessante Sachen hier. Du hast dich wohl im Tag geirrt. Die Ausstellung ist leider schon vorbei. Herr Dr. Münzer meinte, ich könnte jederzeit vorbeikommen, wenn ich noch etwas wissen möchte. Verdammt. Dann muss ich wohl ein Auge zudrücken. Der Typ, der liebt seinen Job auch einfach, oder? Schon weitergekommen auf der Suche nach der Falschgeldbande? Ein bisschen schon. Ihre Informationen haben uns jedenfalls sehr weitergeholfen. Den kannst du gerne behalten. Ich weiß gar nicht, wie der hierher kommt. Okay. Interessant. Da waren wir noch richtig jung. Inzwischen sind wir längst geschieden. Oh. Aber irgendwie hänge ich noch immer an dem Bild. Oh. Wait, das ist aber nicht die Schnabel am Ende, oder? Das ist aber nicht die Schnabel hier. Weil die hat doch auch so ein Muttermal. Nein, das wäre ja was. Könnten Sie so eine Druckmaschine bedienen? Haben Sie vielleicht eine Idee, wer die Blüten gedruckt haben könnte? Könnten... Dazu bin ich viel zu ungeschickt. Ich bin eher ein Kopfmensch. Das Handwerkliche liegt mir nicht so sehr. Okay. Du hast dich wohl im Tag geirrt. Die Ausstellung ist leider schon vorbei. Du hast dich wohl im Tag geirrt. Herr Dr. Münzer meinte, ich könnte jederzeit vorbeikommen, wenn ich noch etwas wissen möchte. Dann muss ich wohl ein Auge zudrücken. Das meine ich aber auch. Aber Sie haben doch eine Druckerlehre gemacht. Das verlernt man doch nicht so leicht. Die Maschinen früher waren ganz anders. Mit den neuen käme ich überhaupt nicht zurecht. Zum Glück stehen in der Eindruckerei ja noch die alten Maschinen. Ach Mann, der soll damit nichts zu tun haben. Du hast dich wohl im Tag geirrt. Die Ausstellung ist leider schon vorbei. Manu! Herr Dr. Münzer meinte, ich könnte jederzeit vorbeikommen, wenn ich noch etwas wissen möchte. Dann muss ich wohl ein Auge zudrücken. Verdammt. Haben Sie vielleicht eine Idee, wer die Blüten gedruckt haben könnte? Aber Sie haben doch eine Druck... Haben Sie... Hier aus der Druckerei bestimmt niemand. Meine Leute sind alle auf Herz und Nieren überprüft. Okay. Ich würde mir gerne diesen Zettel nochmal angucken. Große Jubiläumstournee, der große Budini, der Flying Dutchman, Madame Bolivar und ihr Tanz im Pudel und viel mehr. TKKG Stadt? Nein! Nein! In Waldesfinster, in Schwindelsen, in Leimhausen, in Blütenburg, in Kopienhagen. Und in TKKG Stadt. Ich kann nicht mehr. Das Game macht mich fertig, Leute.
Wir haben den Ausweis. Ding dong. Vielleicht weiß einer der Nachbarn Bescheid. Oh. So, hier muss der Besitzer der Druckerei wohnen. Der Präger, ja. Ja, hallo? Wer ist denn da? Tim Carsten von TKKG. Ich interessiere mich für Ihre Druckerei. TKKG? Nie gehört. Aber wenn du dich für die Druckerei interessierst, komm ruhig rauf. Oh. Hallo. Dann schieß mal los. Was interessiert dich an der Druckerei? Kaufen wolltest du sie wohl nicht? Natürlich nicht. Erstmal gucken, ob wir hier noch was anschauen können. Ich glaube nicht. Im Herbst machen wir von der Schule aus ein Betriebspraktikum. Könnte ich das bei Ihnen absolvieren? Frauke Flimmer hat mir erzählt, dass Sie die einzige Druckerei hier in der Stadt haben. Bekommen Sie überhaupt noch genügend Aufträge? Beides interessant. Frauke... Mit der Dame will ich nichts zu tun haben. Schließlich ist sie schuld daran, dass die Druckerei nichts mehr abwirft. Oh, okay, das dachte ich mir schon fast. Verschlossen. Scheint niemand da zu sein. Ja, bei den anderen nachfragen? Ich wollte zu Herrn Präger. Präger gibt's hier nicht. Hier ist still. Kannst du mich bitte reinlassen? Ich darf niemanden reinlassen. Besser ist das. Merker, wer ist denn da? Oh, entschuldigen Sie. Falsche Klingel. Hallo. Hier ist Tim von TKKG. Okay. So. Frauke Flimmer hat mir erzählt, im Herbst machen wir von der Schule aus ein Betriebspraktikum. Könnte ich das bei Ihnen absolvieren? Tut mir leid, aber ich bekomme nur noch ganz selten Aufträge. Eigentlich ist die Druckerei nämlich geschlossen. Ein Betriebspraktikum würde sich wohl kaum lohnen. Oh, tut mir fast ein bisschen leid. Aber er ist leider ein hundehassender... Mal sehen, vielleicht habe ich hier Glück. So, wie hieß gleich die Druckerei? Präger. Ja, hallo? Wer ist denn da? Karl Vierstein. Sie kennen mich nicht, aber vielleicht können Sie mir etwas über die Druckerei erzählen. Aber gern. Es kommt selten genug vor, dass sich jemand für mein altes Gewerbe interessiert. Oh. Dann mal los, was willst du wissen? Alles Mögliche. Erstmal, ob ich hier irgendwas einstecken kann. Für die Schule schreibe ich ein Referat über alte Drucktechniken. Können Sie mir da weiterhelfen? Den Tipp, Sie zu besuchen, gab mir Frauke Flimmer. Ist Ihre Druckerei eigentlich noch in Betrieb? Da bist du goldrichtig bei mir. Niemand kennt sich mit Drucktechniken so aus wie der alte Präger. Okay, und mehr sagt er dann nicht. Na gut. Den Tipp, Sie zu besuchen, gab mir Frauke Flimmer. Ist Ihre Druckerei eigentlich noch in Betrieb? Die Frau hasse ich. Frag doch lieber die neunmal kluge Flimmer. Die weiß doch sowieso alles besser. Uff. Oha. Okay. Well, well, well. Also, da ist auf jeden Fall... Druckerei Präger. Böses Blut.
Möglicherweise hat der Besitzer sein Büro gleich hier. Da ist er ja. Ja, hallo? Wer ist denn da? Herr Präger, kann ich zu Ihnen heraufkommen? Ich möchte gerne etwas über die Druckerei erfahren. Na gut, komm ruhig hoch. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Bist du nicht der junge Sauerlich? Was treibt dich denn hierher? Ich interessiere mich für Ihre Druckerei. Mein Vater hat bald Geburtstag und ich wollte ihm besonders edle Visitenkarten schenken. Könnten Sie Visitenkarten drucken, Herr Präger? Sind Ihre Visitenkarten nicht viel teurer, als wenn ich sie im Copyshop machen lasse? Aua. Könnten... Oh, der arme Kerl. Natürlich. Aber irgendwie auch Übrigens nicht. Ist das ein schönes Geschenk. Richtig gedruckte Visitenkarten sieht man ja leider immer seltener. Die zweite Antwort, oh, der wird uns einfach hochkant rausschmeißen, glaube ich, wenn wir das fragen. Sind Ihre Visitenkarten nicht viel teurer, als wenn ich sie im Copyshop machen lasse? Wenn du so anfängst, brauchen wir gar nicht weiter zu reden. Die Qualität lässt sich doch gar nicht miteinander vergleichen. Dann lieber ein paar Blüten drucken. Ja gut, mit Oscar wird er uns wahrscheinlich gar nicht reinlassen, ne? Ja. Dann gehen wir dann besser wieder. Oscar! Hast du mich nicht verstanden? Ich will deinen verdammten Köter hier nicht sehen! Ja, also mit Gabi müssen wir da gar nicht mehr aufkreuzen. Können wir vielleicht mit dem Flyer die Frau Schnabel anhauen? Er ist doch der größte Schnabel-Fan. Oder fragen, ob sie da mitmacht oder irgendwas. Bitte, oh, sie singt wieder, ne? Oh nein. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Das war schon bei der Gradiva so schlimm, dass sie immer ewig gesungen hat. Hi. Werden Sie bald die Verlobung mit Ihrem neuen... Wann treten Sie mal wieder auf? Das steht in den Sternen. Zurzeit bin ich auf der Suche nach neuen künstlerischen Herausforderungen. Wenn du eine Autogrammkarte von mir möchtest, wendest du dich am besten an die Künstleragentur Kruse. Können wir ihr nicht diesen Varieté-Flyer zeigen? Nein. Dass die Schnabel hier wohnt, ist mir bekannt. Okay. Ich dachte, vielleicht ist ja noch irgendwas hier wichtig, aber anscheinend nicht. Wissen Sie, dass Ihr Gast, Frau Schnabel, schon... Kennen Sie nicht Mario Santorini, den Maler? Nee, das hatten wir beides schon. Wir können gar nicht mehr zu Karl, oder? Vielleicht weiß Frau Geflimmer, wohin die Leute mit ihren Drucksachen gegangen sind, bevor sie ihren Copyshop aufgemacht hat. Wissen wir ja. Na, diesmal was zu kopieren? Nee, wieder nur eine Frage. Dann schieß mal los. Was haben die Leute bloß gemacht, als es noch keine Copyshops gab? Ich möchte etwas drucken lassen. An wen könnte ich mich da wenden? Ach, es ging auch ohne. Die Studenten zum Beispiel, heute meine besten Kunden, haben in den Vorlesungen einfach mitgeschrieben. War vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh Mann.
Eigentlich müsste die Besitzerin mir weiterhelfen können. Such dir einfach einen freien Kopierer. Du kennst dich hier ja schon aus. Ja, und ich bin immer noch auf der Suche nach den Geldfälschern. Wir haben herausgefunden, dass der Fälscher Zugang zu einer Druckerei haben muss. Wissen Sie, wo es hier eine gibt? Wohin schicken Sie Kunden, die noch echte Drucke haben wollen? Wir haben... Tut mir leid, da muss ich passen. Das war... What? Aber sie weiß es doch, das wissen wir doch von anderen. Wohin schicken Sie Kunden, die noch echte Drucke haben wollen? In solchen Fällen arbeiten wir mit einer herkömmlichen Druckerei außerhalb der Stadt zusammen. Hm. Also sie hat wirklich Beef mit dem Kerl. Hm. Okay. Müssen wir uns hier was nochmal genauer angucken bei den Bildern? Weil Karl das die so gesagt hatte. Ist ja immer noch geöffnet. Ich wüsste jetzt echt nicht so genau, was... Rosen sehen auch noch aus wie vorher. Ich glaube, sie kommentiert auch nichts mehr neu, ne? Die Blumen sind so schön. Hm. Es kam ja auch kein neuer Eintrag dazu, ne? Vielleicht steht da ja was über die Bilder, nach denen Santorini gemalt hat. Gut, das wissen wir doch alles schon. Der Münzer. Dass wir Münzer immer noch nicht nach ihm fragen können. Hm. Oh je, stellt euch drauf ein. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt. Hey. Ach so. Haben Sie schon von den Blüten gehört, die zurzeit in der Stadt kursieren? Können Sie mir etwas über Mario Santorini sagen? Nicht viel. Wir haben einmal im Varieté zusammengearbeitet. Das war's auch schon. Können wir ihn vielleicht auf den Flyer ansprechen von dem Varieté? Hallo, hübsches Fräulein. Hast es dir doch überlegt und möchtest mir Modell stehen? Ich weiß nicht so recht. Vorher müsste ich mit meinen Eltern sprechen. Verdient ein Modell eigentlich viel Geld? Wie lange brauchen Sie eigentlich, bis so ein Bild fertig ist? Das ist ganz unterschiedlich. Bei den Kopien alter Meister kann es schon mal Wochen dauern. Die Abstrakten gehen viel schneller. Die Frau kenne ich doch. Eine alte Kollegin von mir hat am Modell gestanden. Gerda Schnabel. Können wir aber nicht den Flyer zeigen. Alles Kunstbücher. Daraus hole ich mir meine Inspirationen. Können wir Oskar eigentlich irgendwie zu Hause lassen? Gucken wir mal, ob es neue Gesprächsoptionen gibt. Kann ich dir weiterhelfen? Ich möchte zu Herrn Dr. Münzer. Kein Problem.
Sind Sie eigentlich gelernter Drucker? Braucht man eine richtige Druckmaschine, um halbwegs gute Blüten herzustellen? Hat man, glaube ich, alles aber schon gefragt, oder? Eine Tiefdruckmaschine, ja. Um genau zu sein. Okay. Für das Thema interessiert ihr jungen Leute euch wohl besonders. Mhm. So, und er war in der Lehre beim Präger, aber dazu konnten wir ihn jetzt gar nicht fragen. Das wundert mich ein bisschen. Oder? Oh. Da kann ja jeder rein. Das muss ich Herrn Präger unbedingt erzählen. Ja, das ist verführerisch. Sollen wir es ihm erzählen? Sollen wir mal so nett sein? Im Herbst machen wir von der Schule aus ein Betriebspraktikum. Erinnern Sie sich noch an Georg Münzer, Ihren ehemaligen Lehrling? An Georg? Natürlich. Er war nicht nur mein Lehrling, sondern ist auch mein Neffe. Oh, was? Das ist ja ganz neue Info. Aber das mit dem Fenster kann ich ihm jetzt gar nicht sagen, oder was? Warum konnten wir es denn beim letzten Mal noch nicht fragen? Könnte ich mir die Druckerei wenigstens mal ansehen? Erinnern Sie sich noch an Georg Müt? Aber gern. Oh. Wenn du Zeit hast, können wir gleich rübergehen. Ja. Nur hereinspaziert. Meint ihr, da ist jemand eingebrochen? Das verlernt ein alter Drucker nie. Eine Druckerei muss penibel sauber sein. Auch wenn jetzt kaum noch ein Auftrag hereinkommt, ich könnte jederzeit wieder loslegen. Oh. Im Prinzip ist es also immer noch möglich, hier zu drucken. Könnte jemand mit dieser Druckmaschine Geldscheine drucken? Denkbar wäre es. Aber dieser jemand müsste eine Menge von Drucktechnik verstehen. Und er müsste einen Schlüssel haben. Naja, das Fenster ist aufgebrochen. Können wir ihm das nochmal irgendwie sagen? Im Prinzip ist es also immer noch möglich, hier... Hat Ihr Neffe einen Schlüssel zur Druckerei? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber hier ist schon ewig nicht mehr gedruckt worden, das kannst du mir glauben. Jetzt haben Sie sich schmutzig gemacht. Tatsächlich. Dabei habe ich alles eigenhändig sauber gemacht. Dann war also doch jemand an der Druckerpresse. Das ist ja unerhört. Kann man irgendwas finden hier? Nee, nichts Verdächtiges, ne? Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit ihm quatschen. Das ist jetzt alles total, sind alles richtig gute Spuren. Wer könnte denn an der Druckerpresse gewesen sein? Da fragst du mich wirklich zu viel. Doch keine Kamera oder sowas, ne? Verdammt. Im Prinzip ist es also immer noch möglich, hier zu drucken. Wer könnte denn an der Druck... Im... Natürlich. Es ist alles so gut in Schuss wie damals, als der Betrieb noch lief. Okay. Kann ich noch mal was mit dem Fenster sagen? Da kann ja jeder rein. Das muss ich Herrn Präger unbedingt erzählen. Dafür, dass ich es ihm unbedingt erzählen sollte, erzählt es ihm ganz schön gar nicht. Wer könnte denn an der Druckerpresse gehen? Im Prinzip ist es also immer noch möglich. Warum erzählt er das denn nicht einfach? Das ist halt, man keinen Schlüssel braucht. Scheint außer Betrieb zu sein.
Hier könnte ja jeder einbrechen. Das sollte Herr Präger unbedingt reparieren lassen. Willst du vielleicht mit Karl dann jetzt sagen? Herr Präger, Herr Präger! Für die Schule schreibe ich ein Referat über alte Drucktechnik. Hier ist was Neues. Sie haben sicherlich viele Lehrlinge ausgebildet. Erinnern Sie sich noch an einen Georg Münzer? Selbstverständlich. Schließlich ist Georg mein Neffe. Vielleicht können wir ihn dazu dann nochmal befragen, den Herrn Münzer. Mann! Ist auch noch zu, ne? Sehr belebt sieht's nicht gerade aus. Ich glaube, wir können nur mit Tim rein. Ein zerbrochenes Fenster. Das ist ja geradezu eine Einladung einzubrechen. Könnten Sie Visitenkarten drucken, Herr Präger? Wussten Sie, dass Ihr Lehrling Georg Münzer inzwischen Leiter der staatlichen Münze ist? Na, das wird er wissen, ne? Aber ja, Georgs Karriere habe ich immer aufmerksam verfolgt. Er ist zwar nur mein Neffe, aber für mich war er immer wie mein eigener Sohn. Oh. Und jetzt wird er so hintergangen. Der muss doch gut verdienen in seinem Job, oder? Kann ich dir weiterhelfen? Der hat doch gar kein Motiv. Ich möchte zu Herrn Dr. Münzer. Kein Problem. Sind Sie eigentlich gelernter Drucker? Braucht man eine richtige Druckmaschine, um halbwegs gut... Als ob wir ihn da nicht drauf ansprechen können. Was?